A1.3. Geben Sie an, welche jährliche Zunahme in Prozent in dieser Prognose angenommen wurde. Für diese Aufgabe muss man sich ein bisschen mit Prozentrechnung und der Exponentialfunktion auskennen. Deswegen habe ich sie auch hier nochmal aufgeschrieben, also einfach von oben runter kopiert. Y ist ja nichts anderes als die Anzahl der Ladestationen nach x Jahren. X ist die vergangene Zeit in Jahren. 5000 ist nichts anderes als die Anzahl der Ladestationen zu Beginn dieser Zählung. Also bleibt für die Prozentzahl selbst nur noch die 1,75 übrig. So, jetzt heißt es ja, man muss sich mit Prozentzahlen auskennen. Prozent heißt nichts anderes als von 100, also 1% wäre ein Teil von 100 und 100% entspricht somit einem Wert von 1,00. So, wenn ich jetzt hier einen Wert von 1,75 habe, dann kann man sich hier vielleicht schon überlegen, sind es nichts anderes als 175%. Jetzt wird hier geredet von jährlicher Zunahme, also was wird wieder zugenommen? Natürlich der Teil ohne die 100% und damit bleibt als Antwort im Prinzip nur noch übrig, es ist eine jährliche Zunahme von 75%.